Jo Freunde, und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen LS19 Video hier vom Betriebshof der Autobahnmeisterei Königsberg. Heute geht es unter anderem um diesen schönen VW von TB Simulation. Die haben nämlich ein Weihnachtsgeschenk für euch exklusiv kreiert in wirklich kurzer Zeit. Ich glaube 2 Wochen haben sie voll durchgepowert und ein exklusives Pack hier released. Der liebe Ansgar von NordrheinTV, der hat auch ein Video hier zu dem Pack gemacht. Könnt ihr auch gerne mal abchecken und liebe Grüße da lassen. So, wir gucken uns das Pack einfach mal an. Wir gehen auf TB Simulation Mods. Download-Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Und wir kaufen uns einfach mal alle Fahrzeuge und machen jetzt so eine kleine Autobahnbaustelle, die als Inspiration euch dienen soll. Weil das Schöne ist, in weniger als 4 Stunden könnt ihr das nämlich auch nachspielen. Das Pack könnt ihr schon mal runterladen, euch ein bisschen damit vertraut machen und um Punkt 18 Uhr wird der Download-Link zur Königsberg-Map freigeschaltet. Alright, fangen wir einfach mal an. Hier haben wir einen Volvo FM 2020 Kran. Den können wir hier auch dementsprechend mit Farbe ausstatten. Ich zeige euch das mal kurz. Also hier können wir eine andere Farbe wählen. Wir können auch eine andere Aufbaufarbe wählen. So sieht das aus. Ich bin aber ein großer Freund von der Stara-Farbe und deswegen kaufen wir den einfach mal in komplett orange. So, jetzt haben wir hier eine Traverse for Loader Crane. Was bedeutet das? Das bedeutet, damit können wir zum Beispiel Paletten anheben. Können wir gleich auch gerne mal probieren. Parallel dazu hole ich einfach mal hier einen Düngertank. So als Beispiel, um euch das einmal zu demonstrieren. Alright, gehen wir zurück auf TB Simulation. Dann haben wir hier ein großes Highlight, was viele von euch freuen wird. Und zwar eine fahrbare Absperrtafel. Ist das geil oder ist das geil? Ich finde, das ist super geil. So eine Absperrtafel bzw. so ein Warnwagen haben sich ja viele von euch gewünscht und die liebe Modding Crew bzw. das liebe Modding Team TB Simulation hat sich dann hingesetzt und wunderbare Arbeit geleistet mit diesem schönen fahrbaren Warnanhänger. So, den mieten wir auch einmal. Ich zeige euch natürlich, wie der funktioniert. Dann haben wir hier von Manitou eine umgebaute Variante mit einer schönen Rundumleuchte. Das ist der Standard Manitou hier, der MLA T533 aus dem Landwirtschaftssimulator 19, den kennt ihr bereits, den brauchen wir gleich auch für unsere Tätigkeit. Dann haben wir hier einen TL 129, weil wir müssen den ja auch irgendwie transportieren, ist klar, ne? Gut, so, parallel dazu haben wir hier noch Mercedes Sprinter Pritsche. Oh, mit Frontblitzer können wir natürlich auch die Heller BSX auswählen, mir gefallen die BST ganz gut. Dann haben wir hier die Möglichkeit, eine DWB 4000 drauf zu packen, eine Heller OWS 7. Kennleuchten oder Hensch Typ 09 oder halt ohne Kennleuchten. Ich bin großer Fan von den Hensch. Dann Mickey Maus Ohren, nenne ich die immer. Die können wir auch gerne dran packen und mit Leuchtkreuz oder halt ohne. Und hier können wir auch sagen, okay, Hauptfarbe ist orange und hier können wir dann zum Beispiel auch weiß hinmachen oder halt wir sagen, okay, komm, hier kommt auch so ein Orangeton hin. Hier können wir natürlich auch sagen, komm, das ist jetzt so komplett orange. Aber wir nehmen hier wieder die Farbe Stara, das soll ja einheitlich aussehen. Und hier finde ich so Plastik ganz cool. Okay, mieten wir auch einfach mal. Dann haben wir hier unseren Volkswagen Pritsche. Den habe ich ja bereits gekauft. Den gibt es natürlich auch nochmal mit einer anderen Balkenkonfiguration. Nehmen wir auch nochmal gerne mit. Ich habe den auch beladen, aber dazu gleich mehr. So, dann haben wir hier noch einen VW Golf Variant aus dem Jahr 2014. Weil der Bauleiter, der braucht ja auch ein Fahrzeug. Deswegen ist das auch zu empfehlen. Und dann noch hier ein Arox. Und hier könnt ihr auch so viel einstellen. Ich mache einfach mal kurz unterschiedliche Farben, damit ihr das hier auch sehen könnt. So, Frontschürzenfarbe machen wir mal, nicht blau, machen wir mal OWX. Muldenfarbe machen wir mal dunkel. So, also ihr seht, hier könnt ihr echt super viel einstellen. Und natürlich mit Steinschlaggitter. So, wir gehen nochmal hier raus. So, und die Muldenfarbe, die möchte ich gerne so Plastikfarben machen. Also das finde ich ziemlich cool. Gefällt mir echt gut. Und die Frontschürzenfarbe, ich weiß nicht. Wie findet ihr das denn? Also ganz ehrlich, mir gefällt diese Farbkombination echt gut. Ihr könnt ja gerne mal auch in die Kommentare schreiben, welches euer Lieblingsfahrzeug von denen hier ist. Und natürlich gibt es von TB Simulation natürlich auch noch andere Fahrzeuge. Ne? Ihr kennt vielleicht schon hier den Mercedes Sprinter Pritsche, ne? Den gibt es ja auch und klar, der X3, den kennt ihr ja bereits auch als Polizeiversion, ne? Und so den 5er und den 3er Sedan. Alright, Freunde, dann haben wir jetzt hier auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Fuhrpark und ich habe etwas vorbereitet, weil ihr seht, hier unten
ist schon so ein bisschen was an Arbeit. So, Ziel heute ist einmal die Auffahrt bzw. die Abfahrt hier zu sperren für den Verkehr. Weil wir müssen jetzt hier gleich ein bisschen herfahren. Und dann als nächstes müssen wir hier ein bisschen absperren noch auf der anderen Seite und so ein paar Arbeiten durchführen. Aber dazu dann gleich mehr. So, ich versuche jetzt erstmal, das alles hier zu fixieren. Ich hoffe, das hält. So. Simple IC ist auf jeden Fall erforderlich. Also da kommt ihr nicht drum herum, Freunde. So, und wir hoffen, dass das jetzt hier passt und nicht runterfällt. So, ich fahre jetzt mal ganz, ganz vorsichtig, weil ich habe das echt gut beladen. Und alle anderen Sachen kaufen wir uns hier gleich einfach mal. So. Machen wir mal hier die Rundumleuchte an. Und mehr als 20 würde ich gar nicht fahren wollen. Ich traue mich ehrlich gesagt nicht mehr. Weil drauf bleibt es auf jeden Fall, wie ihr sehen könnt. Aber nichtsdestotrotz, ich will jetzt hier nicht rasen und einen Verkehrsunfall verursachen. Das wäre nicht so schön. Eine genaue Map-Review kommt natürlich auch noch um 18 Uhr. Nein, wir haben ein Objekt verloren. Na, ist jetzt nicht schlimm. Holen wir gleich wieder. Auf jeden Fall, es kommt noch eine genaue Map-Review um 18 Uhr. Zu den Baustellen unter anderem und allgemein zur Autobahn. Und dann kommt am 26. ein Video, wo ich euch dann alle Feuerwehreinsätze nochmal vorstelle. Ne? Ist auch ziemlich cool. So. Aber wie gesagt, ladet euch gerne dieses Modpack runter. Das empfehle ich euch auf jeden Fall für die Königsberg-Map. Damit könnt ihr echt schöne Sachen machen. So. Dann laden wir das einmal hier ab. Ihr seht, ne, wir haben hier schon ein bisschen was liegen. So. Also klar, ich würde jetzt eigentlich anders hier drauf fahren. Aber jetzt gerade möchte ich das eher so machen. Weil man sollte niemals rückwärts auf der Autobahn fahren. Klar, wir hätten jetzt auch da vorne herfahren können, aber das machen wir auf jeden Fall gleich. So, dann switchen wir uns mal eben hier rüber und schnappen uns direkt hier den Volkswagen nochmal, den T6 und machen hier einmal den Warnanhänger dran. Warte, ich muss mal kurz was gucken. Was haben wir denn hier noch Schönes unter Paletten? Ich suche gerade nämlich eine Art Benzin. Tank, haben wir denn da irgendwas? Nee, haben wir tatsächlich nicht. Ist jetzt nicht weiter schlimm. Gucken wir mal. So. Okay. Das haben wir schon mal. Moment. So. Den nehmen wir auch einmal mit. Wir machen jetzt nämlich Folgendes. Wir fahren schon mal mit dem Bauleiterwagen hier hin. Komm, geh auf. Warum geht das Tor nicht auf jetzt? Weil hier ist nämlich ein guter Weg, um so ein bisschen abzukürzen und gefahrlos zur Baustelle zu kommen. So, wir machen die Rundumleuchte schon mal an. So. Okay. Weil wir stellen uns hier einmal hin, switchen hier rüber. Und wir müssen mal kurz gucken, wegen dem Warnanhänger. So. Dann gehen wir jetzt einmal hier ran. Öffnen. Moment. Ist jetzt richtig? Nee, wir müssen uns nochmal reinsetzen. So, geh. Okay, jetzt geht's. Super. So. Dann müssen wir mal eben schauen. Ist es jetzt hier richtig eingestellt? Ja, das passt. Das sieht gut aus. Dann machen wir jetzt einmal den... Ich glaube, das ist der Pfeil nach links. Das machen wir an. Und das machen wir auch an. Also das fahren wir schon mal hoch.
Mach mal kurz den kleinen Lichttest. Ja, perfekt. Gut, dann fahren wir jetzt einmal los und sorgen dafür, dass die Abfahrt gesperrt wird, bevor wir dann hier mal eben die anderen Fahrzeuge ready machen, um damit dann auch direkt zur Baustelle zu fahren. Also wie gesagt, nochmal der kleine Reminder, diese Fahrzeuge sind alle zum Download. Alles, was hier genutzt wird, wird zum Download sein. Und die Map, wie gesagt, in 4 Stunden. Und je nachdem, wann ihr das Video seht, ist sie natürlich schon direkt zum Download. Okay, so, jetzt machen wir Folgendes. Spanngurte machen wir einmal ab. Na, oder wir machen Trick 17, einfach mit L, so. So, das ist jetzt dieses Baustellenschild. Das stellen wir einmal hier hinten hin. So. Stellen wir mal hier so hin. Okay, sieht schon mal gut aus. Dann machen wir jetzt einmal Folgendes. Wir gehen hier in platzierbare Objekte. Die gibt es selbstverständlich auch zum Download vom lieben Nerox und dem Nick. So, Schrankenzaun mit Plastik. Stellen wir mal hier hin. Weil platzieren kann man leider nicht hier auf der Straße. Da müssen wir dann Trick 17 machen. Und das ist kein Problem, Freunde. So, das ist hier gesperrt. So, dann können wir nämlich hier schon mal dran vorbeifahren. Und uns schon mal hier hinstellen. So, hier ist so eine kleine Abfahrt, die ich eben gemacht habe. Also die ist nicht standardmäßig hier, die habe ich jetzt mit dem Landschaftsbau gemacht. Ist ja auch ganz easy. Hier, das haben wir ja eben vergessen. Aber die kriegt man immer schwer aufgestellt. Kriegen wir das jetzt hier hin? Wir verstecken es einfach hier im Gebüsch. So, kann der Praktikant hinterher suchen. Okay, so, als nächstes nehmen wir jetzt hier den Mercedes Arox und wir können jetzt einen Trick anwenden. Wir können jetzt sagen, GS, Fill Unit Add, 4, Dirt und dann können wir den komplett füllen. Seht ihr das? So sieht das aus. Alternativ, wer jetzt die Konsolenbefehle nicht hat, kann natürlich auch hier vorne hinfahren und das aufladen. Oder wir können jetzt sagen, hey, komm, huch, Moment, das war zu spät gebremst. Du kannst natürlich auch hier verkaufen, ne? Ist ja auch klar, dann verdienen wir noch ein bisschen Geld. Guck mal nach oben, seht ihr das? Auf jeden Fall ganz cool. So, machen wir auch mal die Rundumleuchte hier an. Ist wirklich ein sehr, sehr schönes Fahrzeug, dieser Arox. Und diese Farbkombination gefällt mir auch sehr gut. So, fahren wir einmal hier hin. So, was haben wir denn hier noch? Boah, diese Teile, ne? Ey, dass sie die ganze Zeit hier umkippen, das gibt es doch nicht. Ach, Trick 17 angewandt. So, das sieht doch schon mal gut aus. Das stellen wir dann hier hin. Dann das 60er Schild. Wobei, das müssen wir hoch. Ja, jetzt, was packt das denn jetzt hier drin? Hallo? Jetzt ist es unter der Erde. Schön. Jetzt ist es gerade verschwunden. Okay. Sehr gut. Ja, ist ja jetzt auch nicht schlimm. Wir haben ja noch eins. Klar, normalerweise stellt man das woanders hin, aber ist okay. Wir haben jetzt gerade nicht mehr Schilder und wir wollen das Video ja auch keine 500 Minuten lang haben. So. Hier vorne würde ich auch noch mal eben ein paar Sachen hinstellen. Wir wollen ja auch eine schöne Baustelle haben.
So. Sicherheitsbarke. Wie das Objekt kollidiert. Warum fällt das denn hier alles um? Hört doch mal auf, hier immer umzufallen. Ach so, da ist eine Schräge drin. Wollte schon sagen. So, das nehmen wir auch mal kurz mit. Und dann holen wir jetzt gleich die anderen Fahrzeuge und können hier schon mal ein bisschen was machen. So, das drehen wir mal eben noch ein bisschen. Also wie gesagt, das, was ich hier mache, könnt ihr natürlich auch alles nachspielen, ne? So. So, ich glaube, der Abstand ist hier ein bisschen groß. Ist kein Problem. Gucken wir einfach mal nach hier. So. Was immer mit diesen Warnbarken, dass die immer umkippen. So, das war jetzt Trick 17. Okay, dann holen wir mal eben noch zwei, dann sieht das hier auch schön aus. Und dann die nächsten Fahrzeuge. Achso, warte, jetzt war ich zu weit hier. Wo sind sie denn jetzt? Und die andere? Hm? Ach, da. Schon sagen. Crazy. Nein, nicht schon wieder umkippen. Da hat jemand das Schild irgendwie leicht erwischt. Na, ist ja nicht schlimm. Ah, seht ihr das? Die Autos erwischen die zum Teil. Da wollen wir natürlich nicht. Ah, oh, diese Warnbarken. Ah! Okay. Reicht. So. Wir schauen uns zum nächsten Fahrzeug. So, die haben wir ja bereits. So, da können wir jetzt einmal Folgendes machen. LKW aufklappen. Also wie gesagt, ladet euch das Modpack sehr, sehr gerne runter. Checkt es mal aus. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Weil damit könnt ihr echt coole Baustellen hier machen. Und ganz viele andere schöne Sachen. So, jetzt haben wir das aufgeklappt. Und was hier besonders cool ist, seht ihr diesen grünen Punkt? Da könnt ihr dann zum Beispiel sehen, wo das dann runterkommt. Und der wird dann immer kleiner, wenn wir dann fast am Objekt sind. So. Okay. Mal kurz gucken. So, warte. 2 Sekunden. So, jetzt haben wir hier L gedrückt und können den hier hochheben und dann direkt aufladen. So, also ihr seht, das ist ganz easy. Dann können wir jetzt wieder L drücken und dann haben wir es. So, Spanngurte dann sofort anbringen. So, das ist hier vorne. Gehen wir mal kurz hier drauf. So, und fixieren das mal eben, damit das auch hält. Na. So, seht ihr? So sieht das aus. Und dann können wir jetzt hiermit losfahren. Und parallel nehmen wir dann mal eben noch hier den Anhänger mit. Wobei, da wollen wir mal eben ein bisschen anders dran fahren. Und wir brauchen noch eine Schaufel für unser Manitou.
Das ist ein Frontlader. Nee, ach Blödsinn, das ist auch kein Frontlader. Auch kein Tele. Doch, ein Teleskoplader. Brauchen wir hier von Teleskopladern? Brauchen wir da. Eine Schaufel, eine Universalschaufel. Wieso können wir die denn nicht farbig machen? So, so. Weil in Orange wäre die bestimmt ganz cool. Aber das ist die Standardschaufel. So. Na. Will er gerade wohl nicht. Ist kein Problem. So, den müssen wir mal kurz hier an die Seite fahren. Der steht ein bisschen nah dran. Auch hier können wir jetzt mal eben alles Mögliche einschalten. Okay, gut. Hier haben wir auch so Blitzleuchten. Und da können wir auch mal eben hier zur Baustelle fahren. So, das sieht doch schon mal gut aus. So, wir switchen uns nochmal hier durch. Okay, gut. Dann fahren wir den Manitou mal eben hier drauf. Ich finde die Rundumleuchte sehr schick, also die passt hier wirklich gut drauf. So. Das passt. Motor aus, Rundumleuchte aus, in LKW rein, Taste X und dann geht die Reise auch schon los. Kommen wir hier rum. Wieder Millimeter Arbeit hier. Aber klappt ohne Probleme. So. Wobei wir fahren damit mal lieber hierher. Bisschen einfacher dann, da auch um die Kurve zu kommen. So. Tor geht automatisch auf. Das sieht schon schick aus, muss ich sagen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ihr könnt selbstverständlich auch sehr gerne im autobahnhelden.de Forum Bilder posten von eurer Baustelle mit diesem coolen Modpack. Kann ich euch echt empfehlen. Also damit kann man bestimmt viele schöne Baustellen umsetzen. So, jetzt müssen wir mal kurz ein bisschen vorsichtig hier vorbeifahren und mal eben einen Moment abwarten, wo wir dann hier auf die Straße kommen. Das ist ein guter Moment jetzt. Kommen wir hier rein? Ja, das sollte passen. Okay. Dann drücken wir hier einmal die Taste X. Gehen zu unserem Radlader. Steigen ein. Machen hier auch die Rundumleuchte an. So. Jetzt können wir zum Beispiel ganz normal hier ein bisschen Gravel nehmen. Er hat da schon ein bisschen. Und dann können wir das zum Beispiel hier auch irgendwo hinkippen, um zum Beispiel hier diesen Weg ein bisschen anzupassen. Wenn er so matschig ist, ja, macht das nicht so viel Spaß, hier drüber zu fahren. So, und dann können wir das immer weiter so machen, bis der Weg dann hinterher komplett voll mit Gravel ist. Sieht doch gut aus. Kann man natürlich auch mit Asphalt machen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt auch hier Asphalt zum Beispiel euch besorgen.
Das ist überall möglich, also an diesen Stationen. Gut, Freunde, das war's auch mit diesem Video. Vielen lieben Dank an TB-Simulation für dieses coole Modpack. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß auf jeden Fall mit diesem coolen Modpack. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Baustelle ihr damit direkt hier anfangen würdet. Ob dieser Fuhrpark auch in eurer Autobahnmeisterei Platz findet. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Macht es gut. Bis dahin, euer Benny.